Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß, es ist Dienstag. Das heißt, es gibt heute eine Folge Killer. Und zwar gibt es heute auch mal einen ganz neuen Killer. Ich habe die Hack ausprobiert die letzten Tage. Aber natürlich noch nie auf dieser Map mit ihr gespielt. Und die Map mag ich sowieso nicht. Weder als Survivor noch als Killer. Wow. Den habe ich verfehlt. Das ist interessant. Die wird mich jetzt hier oben loopen. Nehme ich dich. Ich bin immer zu gierig. Bleiben Sie stehen, Herr Dwight. Bleiben Sie stehen. So. Nicht wieder zu gierig werden. Ich bin dann immer so, ich schlag dann so früh. Muss ein bisschen länger durchhalten. Hier ist jemand am Generator gewesen. Aber schon weg. Okay. Gehen gucken. Die Person wird wahrscheinlich hinten rumlaufen. Ja. Vielleicht doch. Die Person läuft hier hinten rum. Du! Die laufen mittlerweile alle weiter. Früher war es eigentlich immer so. Oh, hier war jemand, aber die nähern nämlich nicht. Dass die Leute an der Palette noch ein bisschen geloopt haben. Und mittlerweile laufen die immer alle weiter. Er zieht jetzt. Nein, zieht er nicht. Dann zieht er jetzt. Dann zieht er jetzt. Jetzt muss er ziehen. Komm, wir nehmen die Palette weg. So, ich muss auch noch mehr Fallen platzieren. Normalerweise habe ich mir angewöhnt, tatsächlich die Fallen an den Generatoren zu setzen. Okay. Wenigstens der hat gesessen. Jetzt zieht er die Palette. Nein. Schade. Er hat immer so lange Arme, aber nicht bei mir. Hier höre ich doch was. Ich sollte mich vielleicht auch nicht so lange mit ihm aufhalten, aber jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hänge ich ihn hier vorne auf. Und werde auch eine Falle platzieren. Problem ist, das ist hier alles sehr offensichtlich. Die haben übrigens meinen Ruin schon zerstört. Ich habe ja Ruin dabei gehabt als Talent. Das ist schon weg. Schade. Zu spät reagiert. Ich hätte mich hinporten können. Egal. Gucken weiter. Okay, den da drüben können sie eigentlich machen. Ich glaube, ich konzentriere mich auf diese vier hier. Dass die nicht angehen. Sehr offensichtliche Falle. Ich glaube, bisher hatte auch noch keiner eine Taschenlampe. Mit der ich hatte letztens in einem Video gesagt, man kann das nicht mehr. Das geht sehr wohl noch. Ich habe mich einfach so blöd angestellt. Man kann mit Taschenlampen die Fallen der Hack deaktivieren, quasi. So, jetzt. Der sitzt aber. Tada!
Endlich habe ich sie am Boden. Sollte mir erst irgendwie nicht gelingen. Hey, das ist der Generator dort hinten, wo ich gesagt habe, den können sie von mir aus anmachen. Da hat jemand gehockt. Hier hat doch jemand gehockt. Den habe ich gesehen, als ich die Falle gemalt habe. Ich dachte... Ich wusste, dass hier doch jemand ist. Oh, das war blöd weggeportet. Und du bist ein bisschen schlecht weggelaufen, Dwight. Ich weiß nicht, einen Strike sollte er nicht mehr haben. Dann haben die mir hier gerade den Haken freigemacht. Die Kate hatte ich noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Aber die sind hier hintergerannt. Seid ihr? Hier rüber? Nee. Ich trete mal kurz an. Ja. Was hast du mit Absicht gemacht? Die Strafe ist, du darfst jetzt hier ein bisschen rumliegen. Du hast eine Falle ausgelöst. Glaube ich. Ich kann das immer noch nicht so richtig unterscheiden, ob das eine ausgelöste Falle ist. Ach, wisst ihr was? Es kann sein, dass er einen Decisive Strike hat, dann soll er den jetzt gerne nutzen. Er aus dem Spiel. War jetzt ein bisschen getunnelt. Ich gebe es zu. War ein bisschen getunnelt, aber es sind auch nur noch zwei Gens zu machen. Ja, hier die Falle haben sie ausgelöst. Ich muss gucken, dass ich die Leute langsam aus dem Spiel bekomme. Und wir laufen jetzt einfach. Hier war doch jemand. Wir laufen jetzt einfach die Generatoren ab. Und früher oder später finde ich jemanden. Wie zum Beispiel diesen jungen Mann. Wow, jetzt... Okay, der saß noch. Der Treffer saß noch. Das ist das Wichtigste. Stun ist natürlich nervig, weil die können dann gut wegkommen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach an Dwight dran. Okay, er versucht jetzt hier zu loopen. Junger Mann. Waren hier. Okay, er versteckt sich gut. Ich gehe weiter. Keine Zeit verlieren. Huch, Kate, verwirr mich nicht so. Die Kate ist übrigens die, die mir noch gefehlt hat. Hast du Dead Heart? Du guckst so nach hinten. Nein, hast du, glaube ich, nicht. Puh. So, jetzt haben wir die Kate wenigstens auch einmal am Haken. Ich trete hier direkt dagegen, auch wenn es noch nicht viel ist. Und lege hier eine Falle hin. Der Dwight hat sich wieder geheilt. Jetzt spielen sie aber hier zusammen. Jetzt wollen sie es wissen. Dwight, ich hab gesehen, was du vorhattest. Ein bisschen frech, ne? Aber ich freue mich, wenn ich nicht ganz so verloren bin als Killer.
Er geht jetzt wieder zu seiner Palette. Ist drüber gesprungen, deswegen hat es geknallt. Ist weitergerattert. Geht er ins Haus. Ich glaube, der ist oben. Ja. Er hat den gleichen Trick nochmal gemacht. Oh, ich hätte schlagen können durchs Fenster. Wir können und sollen. Nur kein... Oh, schade, ich war wieder zu gierig. Wenn du kein Balance hast, ist es schwierig, dem Killer mit einem Sprung zu entkommen. So, du hast mich... Oh, das gibt's doch nicht. Du hast mich dir ein bisschen näher gebracht, Dwight. Ja, das war abzusehen. Ich gehe von aus, Kate und Nia, die machen jetzt den letzten Gen an. Vielleicht kriege ich den Dwight nochmal. Indem er zum Beispiel in die Sackgasse läuft. Passiert mir auch ständig. Schön, dass es anderen Survivern auch passiert. So. Jetzt bin ich natürlich mega weit weg von den Generatoren. Aber das heißt, Kate und Nia müssen auch mega weit weg von den Generatoren. Wenn sie retten wollen. Hier ist niemand dran. In dem Haus dort waren wir. Ich glaube, wir sind an dem Generator. Nein. Okay. Ich. Lassen dort hinten. Hier läuft jemand. Ich würde gerade sagen, wir lassen dort hinten retten, aber wenn ich jetzt hier schon die Kratzspuren sehe, dann. Was soll ich tun? Nia. I need you. Wir verfolgen Nia. Das Dwight. Ich kann mir vorstellen, Nia hat Adrenalin. Wow. Habe ich es nicht gesagt? Aber wie schnell war sie bitte weg? Aber ich habe ja Nöd dabei. Noch steht Nöd. Ich möchte gerne Nia nochmal kriegen. Ist mir egal, ob die anderen rauskommen oder nicht, aber die Nia, die hätte ich gern nochmal. Verliere sie. Ist nicht gut. Ich habe sie verloren. Schade. Da ist tatsächlich... So, werde ich geteabagged? Nein. Okay, schade. Dass ich die Nia auch nicht mehr bekommen habe. Ich glaube, die anderen beiden werden im Ausgang stehen. Die hatten genug Zeit, hier aufzumachen. Und... War hier jemand? Und sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt geht's aber schnell raus. Okay. War okay. Muss ich tatsächlich sagen. War in Ordnung. Also. Auch wenn nur einer gestorben ist. Okay. So. Nach der Runde letzte Woche, wo ich sehr angesäuert war. War die Runde schon ein bisschen besser und ich konnte euch einen neuen Killer zeigen. Die Hack macht wirklich Spaß zu spielen, aber ich hatte erst auch schon Runden gegen bessere Ränge. Da wird es schwierig mit einer Hack, ne? Die
Die machen alle Fallen weg mit ihren Taschenlampen. Da wird es wirklich schwer, aber ich bin sehr zufrieden. Und mit diesem zufriedenen Gefühl entlasse ich euch für heute aus dieser Folge. Und wir sehen uns gerne in einer der nächsten Folgen wieder. Und ich sage bis dahin, macht's gut!